Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu MXGP Motocross Weltmeisterschaft. Und wir gucken nochmal schnell auf den Punktestand. Und ja, Maximus mit 81 Punkten Vorsprung. Ich habe ja das letzte Rennen wirklich dominiert. Und jetzt geht's nach Finnland. Und mal gucken, ob ich diese Strecke genauso dominiere wie das vorherige Rennen. Ja, wir sind jetzt im 10. Lauf. Und jetzt gucken wir mal, wie die Strecke von Finnland so ist. Und ich denke mal, die wird mir ganz gut passen. Ich hatte ja immer noch die Probleme in Schweden, aber ja, Finnland, denke mal, ist eine Strecke für KTM und ja, wünsche mir einfach nur Glück. Oh ja, scheiße, die ist doch ein bisschen hügelig. Ja, mal gucken, wie die Kurven sind, ob die Bodenwellen nicht so, ja, blöd gemacht sind. Ja, werden wir mal schauen. Hier, wir nehmen einfach mal die Startaufstellung und gucken, ob ich hier dominiere. Ja, mal wieder die gleiche Kameraperspektive. Und ja, ich will eigentlich MXGP durchkriegen, bevor ich mit Grid Autosport anfange. Und ich habe ganz vergessen zu pfeifen. So, bereit, fertig, los, Attacke üben, Maximus. Und wo geht's eigentlich lang? Wo geht's eigentlich? Ach, hier vorne links. Und bin gut weggekommen, also Startaufstellung ist doch nicht so wichtig. Und eine langgezogene Linkskurve. Ja, und jetzt bin ich schon Erster. Ja, das A und O ist wirklich die ersten Meter hier schön Boden gut machen. Und ja, hier sollte ich vielleicht doch nicht so viel Gas geben. Aber bis jetzt ist es eine ziemlich schnelle Strecke. Muss mal gucken, wie schnell ich überhaupt fahre. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals über 100 km/h auf irgendeiner Strecke war. Und mein direkter Konkurrent ist auf Platz 14. Naja, das ist doch super. Und ich setze mich langsam ab. Muss ich sagen. Zwischenzeit 0,35. Oh, der hängt immer noch hinten dran. Ja, ich sage mal, die Kurven. Ui, 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 ui. Oh, ja, schön. Das war mal eine kleine kritische Kurve, aber trotzdem gut gemeistert. Doch, die hätte ich näher innen nehmen müssen. Und 1,550. Vorsprung, das sieht ja auf jeden Fall richtig super aus. Jetzt habe ich mich ein bisschen, ja, verfahren. Oder das Motorrad nicht richtig gerade gekriegt. Und, oh ja, hier sollte ich, zum Glück habe ich wirklich kein Gas gemacht. Also, dass ich hier ein bisschen vorsichtiger fahre. Ich muss erstmal die Strecken ein bisschen kennenlernen. Und ja, wie gesagt, online konnte ich immer noch nicht spielen. Irgendwie sagt er, ich soll mich anmelden. Ich habe mich aber angemeldet. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber, ja, sei es drum. Die Weltmeisterschaft, 10. Lauf, 14 Rennen sind noch, oder sind nicht, aber insgesamt sind 14. Nach dem Rennen sind noch 4 Strecken, die ich zu absolvieren habe. Ich werde gucken, ob ich vielleicht unter der Woche dann noch ein Video rausknalle, dass das Finale, ja, vor dem Wochenende ist, wo dann quasi Grid Autosport kommt. Also werde ich vielleicht durchaus unter der Woche noch ein MXGP rausknallen, dass ich das so gut wie möglich alles, ja, hinter mir bringe. Und ja, ich sage mal, das Spiel hat mir bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht so ein Schwierigkeitsgrad, wie ich jetzt mir das vorgestellt habe. Ich dominiere doch deutlich, auch im höchsten Schwierigkeitsgrad. Braucht man sich nicht so doll anstrengen. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass ich hier die unterste Klasse fahre. Die unterste Klasse fahre, aber ich denke mal nicht, weil die anderen fahren ja die gleichen Motorräder wie ich und so dämlich können die doch gar nicht sein, ne? Ja, da kommt ja noch dieses GP Motorsport, also dieses Motorradrennen. Ja, da wurde großteils gesagt, da gibt es jetzt eine neue Engine, aber ich sehe da jetzt nicht so große Veränderungen. Klar, gegen die hier auf jeden Fall einen Schritt vorwärts, aber nicht, wo ich sagen kann, das ist Next Gen. Ja. Und ja, ich finde es irgendwie schade, dass hier der Motocross nicht ganz so angesehen ist. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentare reinschreiben, wer ein richtiger Fan der Motocross-Serie ist. Und ob alles so hinhaut mit den Strecken und mit den Fahrern. Ich habe da wirklich nicht so die Information in der Hinterhand, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich hier diese Serie zu Ende bringe. Es sind ja dann nur noch 4 Strecken, die ich zu absolvieren habe. Und ich denke, das werden wir noch gemeinsam durchstehen. Uiuiui.
Hier hat sich Maximus aber ganz schön verkalkuliert. Also wenn ich jetzt hier nochmal 50 Punkte mit nach Hause nehme, dann ist ja die Meisterschaft so gut wie, ja, gewonnen. Auf jeden Fall durfte ich nicht komplett ausfallen. Dann, dann durfte es zur Meisterschaft nicht mehr reichen. Aber so wie ich die KI, ja, mir vorstelle, könnte es durchaus möglich sein, dass die sich ja auch noch gegenseitig bekämpft und ich trotzdem gewinne. Gut, ich habe 5,199 Vorsprung in der letzten Runde des ersten Laufes. Und das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Die Strecke fühlt sich noch ganz gut an, obwohl mein, ja, Hinterrad immer ein bisschen versucht wegzuschleudern. Aber ich brauch, 6,7, ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß echt nicht, was die machen. Und ihr könnt gerne mal immer Screenshots machen und die hier ins Internet auf Google Drive etc. hochladen und das hier unten verlinken, wie schnell ihr wart, die schnellste Runde etc. Würde mich mal interessieren, ob ich mit euch mithalten kann, weil ich natürlich den Multiplayer-Modus nicht spielen kann. Warum auch immer. Ihr solltet aber dann auch die unterste Klasse nehmen, die ich nehme, weil sonst macht es keinen Sinn, ne? Ja, und das bedeutet der Sieg für Maximus im ersten Lauf in Finnland. Ja, genau, Finnland. So, super, ich habe schon wieder irgendwas freigeschaltet. Ich bin der König. Ja, jetzt gibt es schon wieder ordentlich XP-Punkte. Und nichts freigeschaltet. Naja, wahrscheinlich wieder irgendeinen anderen Dreck. Gut. Wir starten jetzt schnell weiter. Zweiter Lauf, wir haben keine Zeit. Ja, Check-ins, ich weiß. So, jetzt geht's los. Maximus ist bereit. Und jetzt ist er fertig. Und jetzt startet er los. Und ich will gar nicht so schnell. Ich will die anderen noch mal eine Chance geben. Ja, jetzt ziehen sie ein bisschen vorbei. Ja, dürfte aber für mich kein Problem sein. Uiuiuiui. Ei, jetzt bin ich mal ein bisschen weg. Es kam vor ein paar Tagen ein Patch raus, was sich da großartig geändert hat. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Das ist auch nicht nur für mich eine Information, auch für andere, die das Spiel spielen. Wenn es irgendwas Neues gibt, einfach unten in die Kommentare reindödeln. Das merke ich immer wieder beim Euro Truck Simulator. Dieses Tutorial, was ich gemacht habe bezüglich dem Multiplayer-Modus. Dass viele dann darauf reagieren und den anderen helfen, das finde ich wunderbar. Mich freut es, wenn ihr euch gegenseitig da ein bisschen unterstützt. Naja, ihr stellt mich jetzt wieder ein bisschen nass an, ne? Und so soll es auch sein. Es ist nicht nur, dass ich hier euer Alleinunterhalter bin. Mich freut es einfach, wenn ihr gemeinsam... Oh, boah, jetzt habe ich mir auch voll die Hüfte gebrochen. Ja, yeah. Aber wir wollen es ja spannend machen, ne? Wir wollen es spannend machen. Und das sieht auf jeden Fall jetzt nicht mehr so toll aus, muss ich sagen. Oh, nicht so weit. Jetzt wird es nochmal spannend, ob Maximus wirklich die 50 Punkte doch erreicht. Jetzt auf dem dritten Platz, die sind doch ein Stück entfernt von mir. Und das ist eigentlich eine kritische... Oh. Ferris, du warst doch auch irgendwie ganz weit oben. Oh. Das hätte fast den Sturz bedeutet. Und ja... Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne in den Kommentaren auch reinschreiben, was ihr als nächstes Sportspiel seht, außer ihr dieses Grid Autosport, wo ich mich jetzt schon richtig drauf freue. Und ja, gibt ja noch ein bisschen was anderes, außer diese Gabo. Ich stelle mich jetzt ein bisschen blöd an. Also ich merke ja zu viel Quatschen und mich selber ein bisschen unter Druck setzen, hier Erster noch zu werden. Aber... Ich komme ran, wir müssen gucken, wo die nächste Messung ist. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier, das Rennen nach Hause zu bringen. Ja, 2,6 Sekunden. Beton. Beton ist halt vor mir und da ist er. Und die fahren sehr langsam hier. Also an gewissen Stellen fahren die wirklich sehr, sehr defensiv, muss ich sagen. Den Geraden fahren die so schnell wie ich, aber in gewissen Situationen hier wie da so eine Faxe in der Luft machen, das bringt auf keinen Fall Punkte und ich kann mich dann gut absetzen, mehr Schwung rausgenommen und
Jetzt! Zack! Ja, frühzeitig abgebremst. Ja, die machen immer so eine Faxen. Ja, das sieht zwar lustig aus, aber... Hier! In! Los! Jetzt bin ich vorbei! Jetzt bin ich vorbei! Jetzt habe ich die Führung und die will ich auch nicht mehr abgeben. Hier schön nach innen ziehen. Und das ist immer ein bisschen komisch, wenn man eine Weile nicht gespielt hat, dann wieder mit der Steuerung so ein bisschen klarkommen. Aber es geht recht fix. Also ich spiele das alles, wie gesagt, mit einem Xbox-Controller. Macht sich am besten. Mit einem Lenkrad würde ich das hier nicht spielen. Und ja, greift er mich schon wieder an. Mein Franzose. Ah, der macht mich aber... Nein, und da zieht er auch wieder vorbei, weil ich mich, ja, dämlich anstelle. Komm, komm, Maximus. Jetzt wird's nochmal ein enges Ding und er macht schon wieder so einen Fax. Und jetzt versuche ich innen vorbeizuziehen und mit den Gassen zu spielen. Und ja, da bin ich wieder vorbei. Da bin ich vorbei. Und jetzt muss ich ein bisschen durchatmen. Und versuchen... Jetzt ist diese Kurve, wo ich innen gehen muss, in. Ah, nicht optimal, nicht so optimal, aber ich habe mich abgesetzt. Das war die Passage, wo die KI doch sehr, sehr langsam fährt. Und für mich eigentlich nicht nachvollziehbar, warum die da so abrupt abbremst und wie eine Oma rumschippert. Aber sei es drum, schon wieder ordentlich Vorsprung gesammelt. Hier langsam, jetzt versuche ich... Kein Fehler noch zu machen, weil die Fahrbahn ist doch ein bisschen ausgefahren. Und nicht, dass ich auf die letzten Meter mich noch hinlege. Aber es bedeutet 50 Punkte wieder auf mein Konto. Mal sehen, wie viel ich dann im Endeffekt Vorsprung habe. Ob ich dann die 100 schon geknackt habe. Dann dürfte ich oder bräuchte ich 2 Rennen nicht mehr spielen, um trotzdem noch die Weltmeisterschaft rechnerisch nach Hause zu bringen. Und das bedeutet 50 Punkte für den Maximus. Ja! Super, eine 5-3, gut, das ist jetzt, weil ich hingefallen bin. Aber wir wollen ja nur die Rundenzeiten sehen, ne? So, ja, das bedeutet, ich glaube, 104 Punkte Vorsprung. Und ich habe schon wieder ein hässliches Bild freigeschaltet. Naja, toll. Mal gucken, wie viel Fans ich dann mit nach Hause schleppen kann. So viel möchte ich eigentlich auch mal auf YouTube haben, ne? Yeah, ich bin der Fan-Dominator. 45.000, oh, das könnte ich, ja, ja, da freut er sich der Maximus. Könnt ihr mir auf YouTube auch vorstellen, 45.000 Fans? Ach, herrlich, ja, guck mal, wie er sich da freut, der Maximus, ja, ja, ist schon Osterei, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo es als nächstes hingeht, ich glaube nach Deutschland oder so. So, spinnt, interessiert mich nicht, das auch nicht. Gucken wir nochmal auf den Punktestand, hier MX2-Klasse und 104 Punkte Vorsprung. Wow, super, wir gucken mal schnell, wo es nächstes geht's am Lausitzring. Und dann nochmal, also Lausitzring bei mir in der Heimat, darauf freue ich mich. Und mit den Worten möchte ich mich verabschieden, wir sehen uns beim 11. Lauf. Haut rein, meine Freunde, euer Maximus, wünsche euch noch einen schönen Sonntag.